Hoffnung Deutschland. Du kannst ruhig was sagen. Anna Justus von Liebig. Gut. Und heute machen wir Chicken Wings. Ja, aber das letzte Mal heute, ne? Weil in 2 Tagen ist Prüfung. Mhm. Du bist fit? Ja. Was machst du eigentlich in der Prüfung? Orangenmuffins und Kartoffelwedges. Gut. Mit den langen Fingernägeln? Die mache ich mir ab. Ihr seid jetzt Zeuge. Sie macht in 2 Tagen die Fingernägel ab. Sonst? Sie wird eingereicht mit der Note? 1. Sehr gut. Aber wenn die Fingernägel nicht ab sind, dann wird es leider... Ihr könnt dabei sein an der Prüfung. Wo ist die Prüfung überhaupt? Lutzenberg. Lutzenberg-Schule. Machen wir ein Video drüber. Okay. Aber heute geht es um die Chicken Wings. Wichtig, wenn wir die Chicken Wings machen, weil die machen wir heute mit Backpulver. Geht das? Okay, dass die Chicken Wings richtig gut trocken sind hier, ne? Und dann halbieren wir die noch. Guck mal, das Zeug da weg, ey. Okay, wir schneiden die durch. Zack, und dann haben wir hier zwei Teile. Was machen wir an Gewürze da rein? Paprika. Schau mal rein. Muskatnuss. Kannst du mir was über Muskatnuss erzählen? Über Muskatnuss findet ihr hier was. Im Video? Ja. Nein, auf dem Kanal. Aber trotzdem im Video. Ja. Salz? Hast du noch Pfeffer? Ja, was hast du noch da drin? Muskatnuss, Pfeffer? Paprika, das war's. Paprika. Super. Komm, mach ein bisschen was dazu. Soll ich alles reinkippen? Na, die Hälfte. Komm, die Hälfte machen wir rein. Wunderbar. Und jetzt Backpulver. 2 Löffel. 2 Löffel Backpulver. Deshalb ist es wichtig, dass diese Dinger richtig trocken sind. Ne? Mhm. So, guck mal. Gut gewürzt. Riecht auch gut. Riecht gut. Wie wäre es noch mit Pfeffer? Pfeffer aus der Mühle. Ich hole mal ein Blech. Und als absoluten Clou an diese mega tollen Wings machen wir Zitronenabrieb dazu. Wo ist die Reibe? Hier ist die Reibe. Kameramann, Zitrone. Danke. So sieht's aus. Und was macht das jetzt? Das macht eine richtig geile Frische. Okay, die Schale gibt die Frische, das Aroma und der Saft in der Zitrone, die, wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare. So, und jetzt deine Arbeit. Du legst die hier schön sauber aufs Gitter, bitteschön. Und dann gehen die ab in den Backofen für 30 Minuten bei 200 Grad. Super. Und danach nochmal 15 Minuten bei 220 Grad. Jo, wir gehen in den Backofen oder wir gehen zum Backofen. Der obere. 200 Grad. Zack, rein damit. Wieso steht der Kühlschrank eigentlich auf dem Tisch? Der Kühlschrank? Das zeige ich dir jetzt, kommt mal mit. Wir haben uns gedacht, wir stellen den Kühlschrank auf einen Tisch, weil wenn du es im Rücken hast und du bist älter, ja, also ich bin ja älter als du, dann zieht es dir offen den Rücken rein und wir stellen den Kühlschrank auf den Tisch, dann müssen wir uns nicht mal so, komm mal um die Ecke, damit wir sehen. Komm her, dann können wir uns, wenn wir hier was einräumen, müssen wir uns nicht so bücken und haben es einfacher. Aber dann müssen wir... Ja, das ist ein anderes Problem, das klären wir das nächste Mal. Aber ich finde das ist eine Weltidee. Wir stellen den Kühlschrank auf den Tisch, damit wir uns mal bücken müssen. Toll, oder? Was meint ihr dazu? Super. So, Sophia, wir machen jetzt unseren... Lack. Für die Wings. Also unseren Nagellack. Nagellack für die Wings, für die Chicken Wings. Weg mit dem Rotz. Okay? Lack für die Links, Lack für die Links. Ja, Lack für die Likes und die Links. Wir brauchen als erstes Butter. Mann. Butter. Zack. Okay? Dann, was kommt noch da rein? Salz. Prise Salz. Und, was dürfen wir nicht vergessen? Honig. Für die Süße. Super. Liebst du? Ja, komm, mach noch ein bisschen was dazu. Denk dran, nächste Woche ist Prüfung, da brauchst du richtig viel... So, oder? Zucker, genau. Und? Chilisauce. Chilisauce. Davon ganz viel. Hälfte Butter, Hälfte Chilisauce. Zack. Nee, machen wir nicht. Okay, ab damit auf den Herd, damit es schön langsam einköchelt. Zu einer cremigen Textur. Zu einer cremigen Textur.
Hoffnung Deutschland. Prüfung nächste Woche. Unsere Chicken Wings sind im Backofen. Unser Lack ist auf dem Herd. Super, dann fehlt uns jetzt noch unser Dip. Unser Dip. Was haben wir denn drin in unserem Dip? Creme fraiche und Quark. Creme fraiche und Quark könnt ihr jetzt nicht sehen, kann aber der Kameramann sehen. Unser Kameramann Daniele macht am Dienstag auch Prüfung. Mhm. Mal gucken, was das wird. Ne? So, auf jeden Fall hier unser Dip. Machen wir ein bisschen Salz rein. Ups. Dann brauchen wir dazu Schnittlauch und Petersilie. Schneidest du? Du. Sie. Okay. Sie, S-I-S. Okay, zack, Petersilie. Du rührst in der Zwischenzeit hier mal unseren Quark um und dazu brauchen wir einen Schneebesen. Bitteschön. Dankeschön. So, haben wir mal Platz gemacht. Ne? Schulglocke läutet, aber das bedeutet für uns nicht Schule aus. Wir haben heute wie lange Schule? Bis 15 Uhr. Bis 15 Uhr. Wie soll man das bis 15 Uhr aushalten? Unsere Chicken Wings sind im Ofen bei wie viel Grad? 200. 200 und unsere Petersilie ist hier lups drin. Sonst kommt da nichts mehr dazu. Ist das jetzt auch der Schnittlauch und alles? Ja, ist auch der Schnittlauch und alles. Und alles, jawohl, alles drin. Alles, was grün ist, wird gerührt. Wunderbar. Dann warten wir, bis das Zeug im Ofen fertig ist. Nee, wir warten. Unsere Chicken Wings im Ofen. Unser Dip gerührt. Und wir machen jetzt Kaffee. Kaffee? Ja, Kaffee, oder? Espresso, ja. Oder? Gibt es hier auch Cappuccino? Nee, Cappuccino-Mädel gibt es hier leider nicht. Macht es Spaß? Ja, also ich freue mich aufs Essen. Na klar, schmeckt doch gut, oder? Was ist das? Staunensellerie. Passt farblich hervorragend. Und auf der anderen Seite? Karotten. Roh? Hier ist unser Kameramann Daniele. Rohe Karotten schmecken wie? Gut. Super. Wie weit sind unsere Wings? Der erste Durchgang ist fertig. Schaut euch die mal an. Ja. Ah. Guck mal hier, die Blase jetzt. Richtig kross, wie in der Fritteuse. Die drehen wir jetzt kurz um und dann kommen sie nochmal in den Backofen für? 15 Minuten bei 220 Grad. So, Klappe zu. Jetzt stellen wir hier ein bisschen höher. 250 Grad. 250 Grad. 15 Minuten. Gut, dann trinken wir jetzt einen Kaffee oder gehen wir eine rauchen? Rauchen. Rauchen. Wow, sehen die lecker aus. Kann man die auch so lassen eigentlich? Nee, da muss der Lack dran. Aber können wir auch ein paar so essen? Die sind noch trocken, oder? Probier mal. Mmh. Mmh. Aber da fehlt noch was. Mädel, die müssen jetzt hier rein in die Schüssel. Kross, ne? Aus dem Backofen. Hammer. So. Kameramann Daniele. Einmal bitte, einmal danke. Applaus für unseren Kameramann Daniele. Danke. Super. Hier haben wir unseren eingekochten Lack. Was haben wir denn mal drin? Butter haben wir da drin. Honig haben wir da drin. Chili-Soße. Chili-Soße haben wir da drin. Knoblauch. Und Kameramann Daniele, bitte noch einmal. Danke dir. So, das wird jetzt hier. Guck mal, mega Hammer. Wow. Toll, ne? Mhm. So sieht's aus. Besser als Skype C. So, auf den Teller noch. Wow! Super! Greif zu! Ich hab nur meine Hände. Hammer! Und? Lecker! Bombe gemacht! Die Rezeptur findet ihr in der Beschreibung? Videobeschreibung, ne? Und du gehst am Dienstag, Donnerstag, Freitag zur Prüfung. Mhm. Mit hoffentlich kurzen Nägeln. Ja. Ich drück dir die Daumen. Ihr drückt der Sophia auch die Daumen und natürlich unserem Kameramann Daniele auch die Daumen. Dann servieren wir hier noch den Dip dazu. Wir wünschen euch guten Appetit. Uns hat Spaß gemacht. Ciao und macht's gut.